Jo Freunde, was geht? Worüber ich mir nämlich letztens Gedanken gemacht habe, ist, jetzt überleg mal so als Kerl, du hast da so ein Mädel und dann fängt man irgendwie an, sie so auszupacken und dann hat die irgendwie so kleine Titten, aber irgendwie so Riesennippel. Keine Ahnung, warum ich das lustig finde, aber überlegt euch mal, stellt euch einfach mal vor, irgendwie so, so Nippel, die irgendwie einfach so größer sind als die Titte selbst. Das ist voll dumm, ich weiß, und es tut mir leid, dass ich mir über sowas Gedanken mache und dass ich dazu auch noch ein Video mache und dass ihr das auch noch anguckt. Das sollte eigentlich euch leid tun, aber hey, ich meine, was machst du da? Ja, dann hast du es da so und dann guckst du blöd. Ich meine, was willst du da machen? Dann hast du die da so. Ich meine, ich rede jetzt nicht von Großnippeln. Ich rede einfach von Nippeln, von denen jedes säugende Baby eine Kiefersperre kriegen würde. Das heißt so, was willst du da machen? Also jetzt nicht, dass ich irgend so eine kennen würde. Tut mir leid, dass ich das witzig finde. Ich bin voll dumm eigentlich. Oder andersrum, überleg mal, das Mädel hat irgendwie so Riesenmöpse, aber einfach nur so einen Stecknadelkopf als Nippel. Dann kannst du an das Ding so rangehen, so. Hast ein neues Instrument, kannst so. Das ist eigentlich voll nicht witzig. Was macht man denn da? Dann guckst du blöd. Dann kannst du nichts machen. Das ist einfach da. Ist ja dieses Verhältnis zwischen Titten und Nippeln. Das muss einfach stimmen. Über was machen wir eigentlich Gedanken? Okay, an alle Mädels jetzt, ja, wir machen jetzt Folgendes. Ihr messt jetzt mit einem Maßband die Breite eurer Brust, also einer Brust. Und dann messt ihr mit dem Maßband die Breite eures Nippels. Und dann teilt ihr die Breite eurer Titte durch die Breite eures Nippels. Und die Zahl, die dann rauskommt, die postet ihr jetzt in die Kommentare. Ich stelle mir das sehr witzig vor. Ich freue mich vor allen Dingen auf eure Antworten. Warum mache ich dazu überhaupt ein Video? Also hey, was ist euer Titten-Nippel-Verhältnis? Was? Frage des Tages. Dieses Titten-Nippel-Verhältnis, das muss einfach stimmen. Das muss einfach stimmen. Okay, Freunde. Macht euch keine zu großen Gedanken. Das war eigentlich alles nur Spaß. Ihr wisst das hoffentlich, ne? Trotzdem postet mir mal euer Titten-Nippel-Verhältnis in die Kommentare. Nein, macht das nicht, dann kriegt ihr von euren Eltern Ärger. So, als nächstes könnt ihr jetzt noch hier das letzte Video angucken oder hier noch ein anderes Video. Und jo, dann sehen wir uns jetzt bald wieder. Also macht's gut, bis dann, ciao und bam. Ach so, ja, folgt mir mal noch auf Facebook und Twitter, einfach weil wir dann uns so ein bisschen austauschen können und so. Und ich antworte auch echt oft eigentlich. Jo, das war's dann also für heute, also macht's gut und dann bis Freitag, Leute, ciao. Krebstanz.